Hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde. Willkommen zurück zum Tadel-Projekt. Ja, die Keeper-Karriere des niederländischen Spielers Thaddeus Schlaudraff. Und ja, wir sind im Training. Wir werden das Training selber spielen. Ich habe mir gedacht, die Spiele werden wir halt anders gestalten. Wir werden die Spiele halt auf Highlight-mäßige Basis machen. Und wir starten auch direkt in der Liga als neue Nummer 1 rein. Nein, noch nicht wirklich. Wir sind Auswechselspieler. Deswegen simulieren wir hier mal alles. Und dann gucken wir mal, wie wir das machen, dass wir uns so ganz langsam, aber sicher in die Herzen, in das Herz des Trainers spielen. Und hoffen, dass wir natürlich das bestmöglichste Potenzial hier raushauen. Weil ich habe keine Ahnung, wie das ablaufen wird mit Thaddeus. Aber das ist so ein Bullshit-Wechsel. Einfach, ja, Thaddeus kommt rein in der 31. Lass höchstens 2 Gegentore zu. Wir kommen rein in der wievielten Minute? 58. Angriff. Wiska Bolski. Alter, der hat sich einfach nach hinten bewegt. Angriff, Wiesla Block. Führen wir gerade? Ne, wir führen nicht, ne? Okay, sie kommen. Da ist er. Abgewehrt, perfekt. Es wird echt spannend. Ja, okay, wir führen 2-0 anscheinend. Wir sind ja nicht bei Wiesla, wir sind ja bei den anderen. Kommt er jetzt durch? Ah, wird abgefangen und geklärt, perfekt. Und wir gewinnen unser erstes Spiel mit 3:0. Wir konnten aber nichts machen. Ich glaube, das ist nicht gut für unsere Note, ne? Wenn ich das richtig sehen kann. Ich glaube nicht, dass das gut für unsere Note ist. Obwohl, doch. Ziele. Erreiche eine 6,5. Wir haben eine 7 geschafft. Lass höchstens 2 Gegentore zu. Wir haben 2. Erreiche eine paraten Gegentorquote von mindestens 60%. Ja, okay, da konnte ich nichts für, weil kein Schuss auf mein Tor ging. Aber wir haben uns dadurch ein bisschen verbessert und wir können uns ganz langsam auf den Platz stellen. Und da sind wir jetzt Startelf. Jetzt haben wir es. Jetzt können wir endlich in der Liga Startelf für Debüt geben. So, gegen Lech Posen müsste das, oder? Pogon. Wir sind jetzt aktuell Fünfter. Nach 3 Spielen, 1 Sieg, 2 Unentschieden, 5 Punkte. Kann ich mit leben? Fünfter. Wir sind Neunter. Und jetzt können wir gegen Pogon nochmal gut Punkte machen. Versuchen wir es jetzt nochmal. Ach ja. Jetzt kommt erstmal die Auslosung. Also gut. Dass wir in der Startelf sind. Und ich werde auch gleich meine Nummer ändern. Wir stehen da ja fett drin. Aber das werde ich danach machen. Wir spielen nur die Teamhöhepunkte. Mal gucken, wie es jetzt ist, wenn wir ein ganzes Spiel von Anfang an drin stehen. Ob wir es dann hinkriegen. Bin ich gespannt, wie das da so läuft. Ja, wir gehen rein. In die erste Partie. Eckball für Pogon Stettin. Beim Stand von 0:0. Was mache ich? Gehe ich raus, boxe ich ihn raus? Ah, er wird kurz gemacht. Ah. Oh, oh, oh. Ah, wie springe ich nochmal? Ah, mit dem rechten Stick, ne? Gelegenheit zur Flanke für Pogon Stettin. Gut geklärt. Konter durch Pogon Stettin. Oh, du Konter, das ist natürlich bitter. Oh, klasse Tat. Stark, jetzt wieder Flanke. Im Stand von 0:0. Aber so kommen wir echt schnell in der Saison voran, wenn ich nur die Highlights spiele, ne? Okay, sie wurde geklärt. 0:0. Oh, wir haben 2:0 gewonnen. Am Ende haben wir doch noch welche reingemacht und das ist unser nächster Sieg. Bin ich mal gespannt, ob das weiter so entwickelt, aber wir haben auf jeden Fall die erste Tat gemacht. Diesmal weiß ich auch, wie man hält.
Diesmal, beim ersten Mal habe ich es ja verkackt, da hätte ich ja BX und B gedrückt, aber jetzt habe ich natürlich das gut geklärt. Tadel 8,1. Bin ich sogar Spieler des Spiels oder was? Okay, ich habe sie im Spiel gehalten, ne? Mit meiner Glanztat. Ziele. Vermeide Gegentore vermeiden. Paradenquote 100%. Erreiche einen Spielwert von 7,5. Bestes Leben. Paraden von Tadel geben den Ausschlag gegen Poco Stettin. Wir steigen auf Platz 4 und jetzt müssen wir gegen Corona ran. Aber wir wollten ja noch mal kurz was ändern. Mein Pro. Spielerentwicklung, kann ich das hier machen oder Persönlichkeit? Teamzentrale. Ich könnte zurücktreten. Aber das wollen wir nicht. Wir wollen Spielerentwicklung. Ich kann Stürmer, ich kann einfach, als ob ich das hier einfach wechsle. Wie sehe ich denn aus? Kann ich nicht die Nummer ändern? Übersicht. Ja, das machen wir am Ende, zu jedem Halbjahr, diese Teile hier verbessern. Ich kann anscheinend aktuell das nicht ändern. Teamzentrale. Meine Aktion. Kann ich das so machen? Nur zurücktreten kann ich. Aber ich bin auch der wichtigste Keeper, ne? Der stärkste auf jeden Fall. Kann ich das hier? Lubin. Adel. Ja. Hier kann das nicht geändert werden. Ich bin echt gespannt, wie das hier weitergeht, weil das geht ja auch schnell voran. Ich dachte, ich könnte jetzt auf die Nummer 1 wechseln, aber nein, kann ich nicht mehr. Deswegen gehen wir ins nächste Spiel. Wieder nur die Highlights. Wenn ihr natürlich das ganze Spiel sehen wollt, ich weiß nicht, wie das abläuft, kann ich das natürlich auch mal versuchen. Aber das müsst ihr mir in die Kommentare schreiben. Wir sind hier aber jetzt erstmal beim Spiel Nummer 3 in der Liga. Und wieder von Anfang an. Und wir geben wieder alles für diesen Club. Let's go. Angriff von Corona. Unsere Abwehr steht tief. Ah. Abgewehrt, perfekt. Sehr gute Abwehrarbeit. Freistoß für Corona Kiez hier. Von wo? Okay, sie sind im Ballbesitz. Ah, okay, den habe ich locker gehalten. Easy going. Ich habe gar nichts gemacht, aber egal. Konter durch Corona geht's ja. Jetzt haben sie wieder die Möglichkeit. Oh, oh. Ich bleib tief, ich bleib tief. Alter, der ist noch nicht mal gesprungen. Konter durch Corona geht's. Es steht aber schon 5-0 für uns. Wow. Abgewehrt? Nein, der Ball ist noch im Spiel. Da ist er weg. Nice one. Nächster Sieg. 6-0 am Ende. Easy going, wenn das so weitergeht. Aber ich meine, wir können hier einen Titel einfahren. In der Liga, wenn wir wirklich so weiterspielen. Ich versuche es jetzt doch mal. Bevor wir das mit den Highlights machen, versuche ich es jetzt gleich nochmal, dass ich das ganze Spiel spiele. Und dann mal gucken, wie das abläuft. Oder ne, diese Folge mache ich nur, dass wir ein bisschen vorankommen, mache ich nur diese Highlights und dann schauen wir mal rein. Wir gehen hier wieder in die Aktivitäten. Könnt ihr alles simulieren, ja. Und mal sehen, wie schnell wir uns entwickeln. Wir sind ein 69er Keeper und ich packe bis jetzt gar keine Punkte rein. Er hat 18 verfügbare Skillpunkte. Mal gucken. Wir sind aktuell Zweiter. Müssen gegen Gornik. Wir könnten. Mit Tadel spielen, ja. Come on, let's go. Die nächsten Highlights. Die Fans warten, sehnsüchtig. Angriff von Sabre. Sabre.
Oh, der ging easy going zu mir. Eckball für Zapsre. Jetzt führen wir schon 1-0. Den macht er auch lang. Den macht er lang. Der bleibt im Ballbesitz. Oh! Den habe ich geklärt. Nice one. 3-0 steht schon. Wir sind schon wieder am Ende. Also kommen wir echt schnell voran in der Karriere, ne? Nice one. Wir gewinnen am Ende mit 3-0 gegen Sabrse. Ich kann den Namen nicht aussprechen. Das sieht. Wir kommen gut voran, ne? Würde ich sagen. Wirklich sehr interessant, wie das hier läuft. Irgendwie, ich mache gar nichts. Ich habe 2-3 Aktionen, kriegt der Gegner, aber wir haben auch bis jetzt noch nicht gegen einen mega starken gespielt, ne? Müssen wir mal gleich gucken, wie das läuft, wenn wir gegen das erste Mal gegen so einen richtigen Banger spielen. Eine Stunde weiter? Nein, komm, wir können hier vom Kalender her. Ja, wir brauchen diesen letzten Spieltag nicht wirklich mitnehmen. Aktivitäten können wir mal machen. Lies das Buch einer Vereinslegende. Aber was wir gucken können. Kauf ein Trampolin. Was wir gucken können, ist einfach mal, wie sieht es in unserer Heimatliga aus. In der Eredivisie für unseren Hauptclub, ob er nächstes Jahr Stand jetzt Europa League Kurs hat. Würde mich auf jeden Fall freuen. Wir waren bei Fenerbahce und die sind aktuell jein. Die haben halt noch einen harten Kampf. Ne? 2 Niederlage, 5 Gegentore. Hätten die mich mal behalten sollen. Aber wir wollten ja uns hier wirklich verbessern. Wir sind aktuell Erster sogar. 14 Punkte. Beste Leben. Und jetzt müssen wir gegen wen? Nächstes Spiel, nächste Folge werde ich es mal ausprobieren. Wir müssen jetzt gegen Slask. Wie das ist, wenn ich das Spiel komplett spiele. Und ob das dann interessanter ist. Dass ich dann auch nur so quasi nur die Highlights zeige, aber halt das komplette Spiel spiele, um ein bisschen in die Steuerung des Keepers reinzukommen. Aber vorher müssen wir hier erstmal gewinnen. So, Angriff von Breslau. In welche Richtung läufst du? Wieso? Ich drück nach vorne. Alleingang von Spressler, wir führen schon 1-0. 19. Minute. Alter, ich habe den nicht gesehen. Das Ding ist, diese Sicht ist so ätzend. Ist das einfacher für mich, wenn ich die Sicht bei Pro Club Be a Pro Torwartkamera? Ich versuche es einfach mal mit Standard. Ob ich denn eine bessere Sicht habe. Konter durch Breslau. Wenigstens sehen wir jetzt, was hier passiert. Und ich laufe nicht erstmal hier ein paar Fehltritte. Wurde auf jeden Fall geklärt. Und wir gewinnen das Ding am Ende mit 2-0. Wir müssen das aber noch einstellen hier. Also Spieleinstellung. Via Pro, ihr Sport Gamecam, Übertragung, Tele Pro. Wir bleiben bei Pro. Auch wenn das mal ein bisschen ätzend ist von der Sicht, wir bleiben bei Pro. Und das nächste Spiel ist 0 besiegt. Gewonnen. Aber bis jetzt, dieses Spiel hatten wir echt Glück, dass wir zu 0 gewonnen haben, weil. Wir haben zweimal nichts gesehen, auf einmal standen sie vor mir. Das ist schon ziemlich ätzend, wenn ich ehrlich bin. Gibt es hier noch irgendwie Nachrichten über mich? Es ist auf jeden Fall nur Vereinsnews. Ja, mit mir da ganz vorne dran. Dieses Bild, wie er aussieht, einfach zu geil. Jetzt müssen wir gegen Lechia. Gehen wir rein. In die Partie. Ich bin sogar mit Gior Berlice, der stärkste Spieler auf dem Platz. Nice one. Und trotzdem sind wir Erster, Gott. Hoffen wir mal, dass es jetzt besser läuft mit denen.
Ich muss mich auf die... auf das Ding hier konzentrieren. Ah, Gelegenheit zur Flanke. Wir führen schon 1-0. Oh, stark. Stark reagiert. Angriff von Lechia Danzig. Da kommen sie. Immer noch beim Stand von 1-0. Sind immer noch im Ballbesitz. Wir stehen gut anscheinend. Und der Ball ist weg. Nice one. Angriff von Danzig. Oh, diesmal ist er bei sehr gute Position und unsere Abwehr steht scheiße. Unsere Abwehr steht komplett scheiße. Oh, und da ist schon wieder die Glanztat. Ey, es bockt richtig, ne? Es bockt halt richtig, wenn du ihn hältst. Wenn du auf einmal dazukommst und den Ball hältst, es bockt richtig. Auch wenn es nur die Highlights sind und man nicht viel sieht von dem Spiel. Wir hören auf, sehen auf einmal nur, ja, es ist 2-0. Aber egal, es macht richtig Fun. Ich meine, wir sehen nichts, ne? Wir sehen halt wirklich nichts von den Gegnern. Wir haben Lech Posen jetzt auf 3 Punkte hinter uns. Jetzt müssen wir gegen... ja, Geolonia, und die können wir jetzt auch gut hinter uns lassen. Das ist auch das letzte Spiel in dieser Partie. Da machen wir nochmal die Highlights. Hoffen natürlich auf das Beste, was hier passieren kann. Aber vielleicht mache ich noch 2, 3 Spiele. Ich habe gerade so richtig Bock auf dieses Ding hier. So, komm. Dieser Verein... ich spiele gerade so lange zu 0, das ist unglaublich. So. Konter durch Jagirona. Der Ball ist weit in deren Hälfte. So. Jetzt haben wir die Übersicht. Ah, okay. Er wird abgefangen. Nice one. Wir gehen rein. Oh, 11 Meter. 11 Meter. Das könnte mein erstes Gegentor werden. Aber wird er nicht. Aha, schon wieder für die falsche. Bauchgefühl muss ich hören. Konnte nichts gegen Elfmeter machen. Angriff von Jagilona in der 84. Okay, sie sind durch. Komm, oh, okay, er hat abgefangen. Aber wir gewinnen am Ende sogar noch 2-1. Wir haben krass aufgeholt, muss ich ehrlich sagen. 84. war es 1-0 durch den Elfmeter. Und am Ende gewinnen wir sogar noch. Wir halten uns in der Liga oben. Es ist irgendwie lustig, ich schwöre. Dieses einfach nur Highlight-Spielen als Keeper macht, es ist übelst. Aber der Trainer ist ein bisschen genervt von uns, weil ich halt Gegentor kassiert habe. Das heißt, ich muss mal wieder Training machen. Und wir bleiben einfach momentan stehen, ne, bei der 69 von der Gesamtstärke. Müssen wir eigentlich auch irgendwie Pokal dran oder so? Würde mich mal interessieren. Kalender. Liga. Liga, Liga. Liga, Liga. Liga, Liga. Pokal. Cool, 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 cool. Aber momentan sind wir auf Meisterkurs. Kann sein, erste Stelle, wo ich bin, direkt Meister. Wäre auf jeden Fall nice. Mal gucken, wie es jetzt weitergeht in dem nächsten Spiel. Aber diese Highlights als Keeper, ich weiß nicht, wie ihr das findet. Ich meine, so als Stürmer oder so ist echt ätzend, weil du keine Möglichkeit hast. Sobald der Ball weg ist, zählt der Ball als weg. Aber sobald du irgendwie... da die Möglichkeit hast, richtig was zu machen, wie als Keeper, es macht so viel Fun und es wird geklärt. Nice one. 61. Alleingang von Bosna. Poznan. Kurz erstmal die Bewegung abwarten. Okay. Alter, der bewegt sich einfach nicht. Der bewegt sich einfach nicht. Ich lasse ihn so durch. Angriff von Bosnien schon wieder. Ich habe gedrückt, aber er macht die Bewegung nicht. Ja,
Alter, er springt schon wieder nicht. Warum springst du nicht? Wir verlieren unser erstes Spiel gegen Poznan. Aber warum springt er denn nicht? Er springt in diesen Momenten, aber da muss ich vielleicht diesen Knopf noch drücken. Das ergibt Sinn, eventuell. Es ergibt eventuell Sinn, dass ich dann vielleicht auch noch diesen Rennknopf drücken muss und dann diese Bewegung. Ja, bitte. Das war meins. Lass höchstens 2 Gegentore zu. Auf die Mitte Ziel 1 und ich habe 3 zugelassen oder was? Ey, wir haben 1-0 verloren. Wo habe ich 3 Gegentore verlassen? Durchgelassen. Ja, läuft hart. Als ob. Torwartpass, Stürmerduell, Elfmeterduell. Können wir hier Torwartpass Übung bearbeiten? Dann haben wir Parade gegen harte Schüsse. Ja komm, simulieren wir jetzt erstmal alles. Das wird natürlich auf eine D, aber egal. Und ja, wir haben das Spiel verloren. Ich würde sagen, dann gehe ich doch mal kurz in die Spielentwicklung und gebe ihm ein bisschen Input, dass er hier sich verbessert. Und natürlich die Stärke erhöhen wir. Dann Reaktionszeit. Machen wir voll. Und dann natürlich das, natürlich. Reflexe, Stellungsspiel. Wir buttern überall einen Punkt rein. Weil wir es halt haben. Okay, ich habe keine Punkte mehr. So war das. Cool. Fertig. Dadurch sind wir jetzt auf eine 75 gestiegen. Krasser Shit, würde ich sagen. Auf jeden Fall würde ich die heutige Folge hier beenden. Mit dieser Niederlage kann man natürlich nicht gut arbeiten, aber auch nicht schlecht wirklich. Deswegen bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wo ihr mir dann schreiben könnt, soll ich doch auf ganzes Spiel gehen oder bei diesen Highlights bleiben. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, wäre auf jeden Fall da. Nice. Lasst auch ein Abo da, würde mich auch freuen. Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao. Ich weiß, dass sie wissen, ja, ich habe keine Zeit. Mache immer weiter, denn ich fühle diesen Vibe. Viele wollen connecten, weil sie wissen, wer ich bin. Aber ich habe kein Interesse, weil ich nicht weiß, wer sie sind. Aber lass